Also es ist echt großartig, dass ihr alle da seid und der Hitze trotzt. Das schafft auch einfach so einen ganz bestimmten Raum, in dem das ganz nüchterne, kühle Denken nicht mehr so ganz funktioniert. Wir sind jetzt neugierig, was... meine erste Frage an euch ist, welche Rolle spielt die Liebe in deiner Arbeit? Und natürlich die Bitte, sich so ein bisschen kurz zu fassen, so in 3 Minuten... Ding so, ne, weil wenn da jeder 10 Minuten spricht, ist es um, ne? Und ich fände es interessanter, da noch ein bisschen in Interaktion zu kommen. Also ich gebe es jetzt einfach mal in die Richtung durch. Also welche Rolle spielt der eigene Arbeit? In deiner Arbeit, ja. Wie soll man das tun? Diese Frage schon allein. Ich dachte, gleich einsteigen. Ja. Ich halte mich kurz. Ja, ohne Liebe wäre unsere Arbeit überhaupt nicht möglich und denkbar. Liebe ist in unserer Arbeit alles. Sehr allgemein. Erstmal sehr abstrakt. Aber vielleicht können wir noch tiefer eintauchen, was wir überhaupt verbinden, wenn wir mit dem Begriff Liebe umgehen. Finde ich nämlich gar nicht so leicht, einfach so einen Begriff Liebe. Und ich weiß, jeder verbindet damit vielleicht was anderes. Die Liebe ist eigentlich das, worauf ich alles ausrichte in meinem Leben und auch in meinem Arbeiten. Also in unserer Arbeit ist ja eine der Fragen, wie können wir Kultur oder Gesellschaft so bauen, dass Liebe sich entfalten kann und fließen kann. Weil ich davon ausgehe, dass es auch Strukturen und innere Fähigkeiten und soziale Erfindungen gibt, die die Liebe unterstützen und andere, die sie nicht unterstützen. Und ich finde das sehr atemberaubend zu schauen, dass ich die Liebe über mich hinaus entwickle. Also ich lerne, einerseits fängt es bei mir an, also es geht ja überhaupt nicht, ohne dass ich mein eigenes Liebesgefäß erweitere und selber flüssig mache. Und in meiner Sicht ist aber das, dass wir das außenrum gleichzeitig mit Liebe, also nicht befüllen, sondern wirklich so bauen, dass das, was ich in mir erweitert habe, dann mich dort wieder anstößt. Und das ist ein sehr großer Gedanke und ich finde drunter, muss man es nicht. Drunter machst du es nicht. Wollen wir es nicht machen, genau. Wenn wir jetzt mal so täglich sind, genau. Ja, was in meiner Arbeit vom Prinzip her, von Satsang, Non-Duality, schon inhärent ist, ist die Liebe zum Selbst und zum Göttlichen an sich, also zu allem, was ist. Und mit dem beginnt es. Aber es endet nicht dort. Was ich für mich schon lange hergefunden habe, dass wirklich sehr wichtig ist, die Liebe zum Menschlichen, zum Menschsein. Gerade das wird oft in der Satsang-Szene oft ein bisschen vernachlässigt, wo es um die Identifikation geht und weg vom Menschsein, und ich sehe das geradezu dann umgekehrt, dass diese Liebe zum Menschsein erwachen muss. Auch Ramana, der einer der Gründer der modernen Satsang-Szene ist oder so angesehen wird, der selber hat das nicht so gesehen, hat einmal gesagt, die Kundalini muss sie, wenn sie oben angekommen ist, auch wieder ins Herz rutschen. Und auch im Buddhismus gibt es diese Tradition vom Bodhisattvatum, Mitgefühl,
auch im Christentum mit Nächstenliebe. Und dort sehe ich meinen Schwerpunkt, diese Liebe zum Menschsein auch wieder zu erwecken in solchen, die sich da ganz in sich selbst zurückgezogen haben. Und das erfahren wollen, es ist ja auch okay, ganz in sich selbst zu ruhen, klar. Die Liebe ist eine der stärksten oder wenn nicht sogar die stärkste Triebkraft im Leben. Und wir suchen Kontakt zu uns selbst, unserer eigenen Liebe und zu dem Teilen der Liebe mit anderen, mit dem Partner und dann größer auch mit einer Gemeinschaft. Und das gelingt uns oft nicht. Der größte Teil meiner Arbeit ist, die Schleier zu heben, die uns begrenzen. Und dafür ist das wichtigste Schwert ist die Liebe zur Wahrheit. Die Liebe dahinter zu gucken, was in dir ist. Und den Mut zu haben, zu dem, was wir sind, von einem Moment zum anderen Ja zu sagen. Das öffnet das Bewusstsein für einen tieferen Raum und für diesen. Es ist der tiefere Raum, der im Kontakt mit dem Essentiellen oder mit dem Spirituellen, der uns zieht. Und diesen Raum suchen wir auch in unseren Paarbeziehungen, in unseren Liebesbeziehungen. Da suchen wir einen Kontakt mit unserem essentiellen, wahren Sein. Ob der jetzt durch kraftvolles Erleben geprägt ist oder durch Süße oder durch tiefes Verständnis oder innigen Kontakt oder Leichtigkeit und Freude, ist erstmal egal. Wir suchen diesen essentiellen Kontakt. Und wie man den einfach wiederherstellen kann und welche Themen da sind, das bearbeite ich in meiner Arbeit und dadurch werden die Menschen liebesfähiger. Welche Rolle spielt Liebe in meiner, in unserer Arbeit? Auf einer Ebene ist es ein Ringen. Es ist ein Ringen, ein Aspekt, den zentralen Aspekt eigentlich überhaupt, den wir haben, zurückzugewinnen. Liebe ist für mich das am meisten geschundene Wort, das ich kenne. Es ist eigentlich nichts so durch den Mist gezerrt worden wie Liebe. Es ist nämlich nicht so, dass Liebe eine schöne Option ist. Es hat nichts mit Wellness zu tun. Liebe ist unsere einzige Rettung. Ohne das sind wir verloren im Dunkel unseres Elends. Ich möchte da anknüpfen. Was der Christian gesagt hat. Liebe ist so ein Begriff, der wird ständig benutzt, also auch der Begriff Frieden und so weiter, und ist als Wort auch deshalb oft sehr ausgehöhlt, weil selten darüber gesprochen wird, was Liebe eigentlich ist. Und meine kürzeste Definition, meine persönliche, von Liebe, ist auch jenseits von Attraktion, ja, ist einfach die Öffnung, nicht nur des Herzens, sondern des ganzen Wesens. Vielleicht nicht angstfrei, weil es gibt auch viel Angst vor der Liebe, weil sie eben öffnet. Und wie mein größter Meister Osho gesagt hat, wir alle sitzen in der
narzisstischen Kapsel des Egos. Und die Liebe bricht diese narzisstische Kapsel auf. Und in meiner Arbeit spielt Liebe die zentrale Rolle, obwohl es von weiter weg auch nicht immer so aussieht. Und dennoch ist es so, weil ich arbeite mit den Schatten der Liebe natürlich auch. Und die Schatten der Liebe sind von der Kindheit her die zurückgewiesene Liebe oder wie der große alte Mann der Bioenergetik Alexander Lorne gesagt hat, Hass ist nichts als gefrorene Liebe. Und meine Arbeit fängt deshalb mit der Reise zum Selbst an. Nicht gleich zum Du, sondern zum Selbst, weil dort beginnt alle Liebe. Aber auch die Unterscheidung zum Narzissmus, Egoismus, Egozentrismus und so, das ist ja auch eine fine line manchmal, die Unterscheidung zu lernen vom Ich zum Du, zum Wir, zum Kosmos. Das ist für mich der Weg, also im tantrischen Ritual, dann durch die Vereinigung, weil das ist tantrische Vereinigung im Sinne von Shiva und Shakti, weil Shiva und Shakti sind jenseits des Kindheitstraumas, die kosmische Vereinigung, was immer das ist, auch diese Worte sind leicht ausgehöhlt. Und insofern ist die Liebe ja zum Beispiel auch wesentlich universeller als Sex. Und weil Sex hat man, selbst wenn man polyandrisch ist oder polygam, man hat ja selten oder sollte nicht Sex haben mit den Eltern, den Kindern und will auch nicht mit allen Freunden und so. Und die Liebe ist halt wesentlich universeller, auch in ihren Aspekten. In allen ihren Aspekten. Und insofern spielt sie auch in meiner Arbeit die zentrale Rolle. Obwohl ich auch die Power nicht auslasse, die gehört für mich auch dazu. Die Liebe zum Selbst. Die Liebe aber auch zur eigenen Kraft. Und die Unbeirrbarkeit, sich selbst zu lieben. Durch alles hindurch. Ja, weil das ja hier ein Tantra-Festival ist, ein Tantra-Podium, würde mich interessieren, was eure Meinung ist über das Verhältnis von Liebe und Sexualität. Kann Sexualität zur Liebe führen? Ist Sexualität im Prinzip was vielleicht Identisches mit Liebe? Ist es das genaue Gegenteil? Braucht es irgendetwas mit Sex zu machen, um in die Liebe zu kommen? Oder ist es etwas völlig anderes? Wie seht ihr das? Wie siehst du das? Ich weiß nicht, vielleicht machen wir das jetzt nicht ganz so stromlinienartig, sondern wer gerade den Impuls zu sprechen hat, spricht und wir geben es dann weiter. Okay, ich mache es so kurz wie möglich. Das Ideal ist, dass Sex und Liebe zusammenfließen. Und dem Tantra noch Sex und Liebe und Meditation. Meine Lebenserfahrung ist, es gibt aber auch rein sexuelle Attraktion, die mit Liebe wenig zu tun hat und auch bei ausgeübter Sexualität keineswegs immer zur Liebe führt. Und es gibt auch die Liebe ohne Sexualität, die platonische Liebe, auch die habe ich erlebt schon, man glaubt es kaum. Und die Kunst, das zusammenzuführen, ist wichtig, würde sagen, für eine langjährige, erfüllte Partnerschaft braucht man schon beides. Weil ganz ohne sexuelle Attraktion wird das Band auch nicht halten, aber ohne Liebe eben auch nicht. Aber ich habe oft als junge Frau, die losschoss auf die Männlichkeit, ja, will ich mal so sagen, für mich hat der Sex oft den Weg in die Liebe gebahnt. Sehr oft, weil ich musste den Menschen ja auch erstmal wissen, wie er so, ne, das läuft dann. Also war meine praktische Idee. Deshalb finde ich die Jungfräulichkeit bis zur Heirat die stupideste Idee aller Religionen. Für mich persönlich war die Liebe zu ein homosexueller Mann, der noch nie eine Frau geliebt hatte. Ich war dann seine erste Frau. Nicht die letzte, aber die erste. Und das war sehr schmerzhaft für mich, weil die erste
Reibungen und so. Und er bekam einfach keine Erektion. Das war schrecklich für mich. Aber ich habe es dann verstanden. Ja. Es war halt nicht sein Programm, das Weibliche. Weil vieles ist auch Programm. Ja, weil ich mag auch das Gleichgeschlechtliche. Weil die Liebe, die hat ja nichts zu tun mit Genitalien, nicht unbedingt. Ja, das wollte ich nochmal kurz sagen, weil das zurzeit auch in der Gesellschaft gerade so eine große Diskussion ist. Ja. Ich höre jetzt einfach mal auf. Zu der Frage ganz verschiedene Erfahrungen, muss ich sagen. Also das kommt sehr darauf an, wie es mir selber geht, in welchem Umfeld ich gerade bin. Keine Ahnung. Also es gibt einen Teil in mir, der sagen würde, Sexualität ist die biologische Form der Liebe oder der biologische Ausdruck von Liebe. Und diese Erfahrung habe ich und die beglückt mich zutiefst. Und das ist nicht immer so und das ist eben in einer Gesellschaft oder auch in einer Gruppe oder in einer Familie, wo die Sexualität so ein bisschen schlecht angesehen wird, erfährt man das nicht so. Ja? Und dann muss man eben ganz andere Umwege finden und manchmal sehr merkwürdige, ja? Bis man überhaupt zur Sexualität kommt. Ja, das ist mal das eine. Dann hatte ich ja einen Workshop vor ein paar Tagen hier, wo wir die 5 Aspekte der Liebe einzeln mal erfahren haben in der Aufstellung und da war zum Beispiel ein Feld nur Eros und Sexualität, also nur jetzt in Anführungszeichen. Aber wo wir mal, bevor wir in die Begegnung gehen, die Kraft des Eros und der Sexualität in uns gespürt haben und das macht einen riesigen Unterschied, wenn ich der eine eigenständige Kraft in meinem Leben geben kann, weil ich sie kenne. Ja? Also, und ich merke auch, ich selber, wenn ich mir diese Kraft zu eigen mache, ich fühle mich wie, also unendlich viel größer und kraftvoller. Und wenn ich mit dieser Kraft dann in die Begegnung gehe, wird sie kleiner, was nicht heißt, dass sie, also ich glaube, das ist natürlich, weil sie eben in der Begegnung auch sich kanalisiert und den Raum findet, der da eben da ist. Und es macht aber einen Unterschied, ob ich die Sexualität nur da kenne, in der Begegnung, oder sie in ihrer Kraft erleben. Das, ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Jedenfalls ist eine meiner Visionen, dass wir wieder so leben, dass Sexualität eine biologische Kraft ist und das heißt, dass jede sexuelle Begegnung mit Liebe passiert. Und ich glaube, dass viele von euch, die hier sitzen, das auch haben und sogar praktizieren. Und wenn wir ein bisschen über den Rand unseres Treffens schauen und vor allem, ich habe es gerade im letzten Spiegel gelesen, ja, über die Situation der Menschen, die in ISS sind, also und so weiter, man hält es gar nicht aus. Aber was Sexualität in anderen Kulturen eben, wie... Oh, ich kann da nicht hingehen hier, jetzt gerade in der Öffnung, in der wir gerade hier sind. Und das ist aber trotzdem wichtig für mein Bewusstsein. Also so, für mich ist wie jede sexuelle Begegnung, die ich mit Liebe, oder wenn es auch nur ein Ja zu dem Sexuellen ist, was mir gegenüberkommt und ich ein Nein sagen muss. Und trotzdem, wenn mein innerer Respekt da ist, ist das für mich Heilungsarbeit an diesem Thema. Dass ich möchte, dass die Sexualität wieder geheiligt wird, und zwar in unserer Gesellschaft und auf unserem Planeten. Das ist für mich jetzt, auch wenn das Wort ausgelatscht ist, aber das ist für mich Friedensarbeit. Ja. Meiner Meinung nach ist in der Sexualität, die mit Achtsamkeit, Offenheit und Klarheit geführt wird, auch innerhalb der eigenen Grenzen, auch mit einer Klarheit vielleicht im Gespräch und in dem Teilen, was mein Bedürfnis ist, was ich schenken möchte, was ich gerade annehmen kann oder auch was nicht, dass so eine gelebte Sexualität Liebe verstärkt und sie sogar produziert. Und es gibt bestimmte sexuelle Praktiken, die auf alle Fälle
das direkte Gefühl, das Erlebensgefühl hervorrufen, dass es hinterher mehr Liebe gibt in einem selber, im Partner, die dann auch verschenkt werden kann an die Familie oder an die Freunde, dass einfach das Angekoppeltsein an die eigene Liebesfähigkeit durch richtig gelebte Sexualität verstärkt wird. Ich wäre geneigt zu sagen, ja, sehe ich auch so. Aber wir wollen ja hier auch verschiedene Aspekte reinbringen. Ich möchte mal den Aspekt betonen, alles hat viele Aspekte und deswegen sitzen wir ja auch hier mit vielen. Ich möchte mal den Aspekt betonen, für mich geht es nur und ausschließlich um Liebe. Weil das unser zentrales Vehikel ist. Nur durch dieses Vehikel gibt es Erlösung, gibt keine andere. Das ist meine Überzeugung. Dieses Vehikel kann man aber nur betreten, wenn man eine freie Energie ist. Ein freier Geist, ein freier Mensch. Und die Sexualität ist einer der unfreiesten Aspekte unseres Wesens. Und zu lernen, zu lieben, bedeutet zunächst einmal, sich zu befreien als Mensch und dann auch in der Sexualität. Oder vor allem in der Sexualität. Warum ist es zum Beispiel so gern gesehen und erlaubt, dass man Gott liebt, ja? Je doller man Gott liebt, umso toller ist man. Je doller man seine Kinder liebt, umso toller ist man und seine Freunde liebt. Aber wenn man irgendwie im Freibad Sex hat, ist man ein Schwein. Ja? Das stimmt doch was nicht. Ich habe jetzt das Mikro gekriegt, aber so richtig einen Impuls. Es gibt so viele Aspekte darin und auch so viele. Und umso älter man wird, umso weiter wird der Erfahrungsraum, den man da auch gemacht hat und das von verschiedensten Seiten gesehen hat, das Thema. Gerade als Mann beginnt es eigentlich eher mit dem Sexus. Bei mir war zum Beispiel, als ich Phase gehabt habe, wo dieser Sexus auch geöffnet war, in alle Richtungen, ist interessanterweise so, dass ich auf Sex zum Beispiel nicht eifersüchtig war, aber auf Liebe schon. Ja, ganz interessantes Phänomen. Es hat sich später umgekehrt, regelrecht. Oder ja, wo eben dann die Zeit kommt, wo sich das Herz auch mehr und mehr öffnet, in Verbindung mit Sexualität, aber auch dann ohne. Irgendwann wird die Liebe wichtiger und wichtiger und wichtiger. Mittlerweile ist für mich persönlich, Hochkomma persönlich, eigentlich Sex und ohne Liebe geht gar nicht. Also, ja, auch für ihn nicht. Da spielt mein kleiner Prinz nicht mehr mit. Ne? Wenn so ist, dann würde das gut, dann wäre das vielleicht so, dass es eine Entwicklung ist, die die Menschheit vielleicht wirklich durchmacht und die auch die Männer dann durchmachen. Und das kommt auch aus dem Weiblichen. Ne? Die ersten Herzensöffnungen kommen zum Beispiel auch oft bei Männern in der tantrischen Praxis, in der Annahme der weiblichen Energie aus dem Herzen. Da geschieht ja irrsinnig viel und darum. Damit kommt man dann auch langsam weg von dieser Penisfixierung. Ja? Jo. Ja, da wir uns ja hier in einem tantrischen Kontext bewegen, fällt mir zu dieser Frage
ein wunderbares Zitat ein von Osho, mit dem wir viel arbeiten oder was so eine Grundlage ist in unserer Arbeit. Er sagte einmal, und das ist für mich ganz fein und ganz schön auf den Punkt gebracht, im Kontext mit der Frage, was ist Tantra? Das passt zugleich für diese Frage. Und er sagt, Tantra ist die Verwandlung von Sex in Liebe durch Bewusstheit. Und das ist die Erfahrung, die ich selber mache, in meinem Liebesraum, in meinem sexuellen Raum. Ich kann in den Sex gehen, aber die Frage ist, gehe ich mit Bewusstheit hinein oder nicht? Und ich kann mit Unbewusstheit hineingehen. Okay, bin ich bereit, die Folgen, die Konsequenzen, die was auch immer, der Raum, der dadurch entsteht, bin ich bereit, damit zu sein? Wenn ja, wunderbar. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich nicht mehr bereit war dazu, weil ich gemerkt habe, wenn ich mit Unbewusstheit da hineingehe, erfüllt sich für mich nicht das, wonach ich mich eigentlich am meisten sehne, im sexuellen Raum mit meiner Frau. Und wonach ich mich am meisten sehne, ist Verbindung, Nähe, Intimität und eine Art von Sexualität, die mich wirklich nährt. Und dann ist es kein Sex mehr in dem Sinne, dann wird es zur Liebe. Und in diesem Sinne schließe ich mich dem an. Es ist für mich gar nicht mehr möglich ohne Liebe. Ich nehme gerne den Begriff Bewusstheit, überhaupt noch in den Sex, in das Liebesspiel zu gehen. Ja, das war jetzt schon ein sehr hoher Raum, den ihr hier gesprochen habt. Ich würde das jetzt gerne noch mal so ein bisschen erden. Wir sind ja viele Menschen, die jetzt noch in so einem Space sind, wo wir getragen sind von so einer gewissen Energie, auch was Flirriges, auch was sehr Herzoffenes. In ein paar Stunden sitzen wir auf Autobahnen in der prallen Sonne und sind dann jeder wieder zu Hause. Und ich würde gerne, wenn wir hier beim Thema Liebe und Herzöffnung sind, von euch hören, was möchtet ihr so mitgeben? Wie kann man sein Herz im Alltag öffnen? Gibt es da eine Methodik, eine Praxis, eine Bewusstheit dazu? Vielleicht auf so eine Art es in den Raum geben, dass man vielleicht was mitnehmen kann von hier, wenn wir hier schon solche Experten versammelt haben. Da kam jetzt schneller der Impuls. Es gibt vieles dazu zu sagen, aber ein Bild ist sofort gekommen aus der eigenen Erinnerung. Das Herz zu öffnen und zu lieben ist relativ einfach, wenn es geschieht, wenn Liebe da ist. Ne? Wenn Sympathie da ist, wenn oder Anziehung gar da ist. Ja? Aber da komme ich zurück jetzt auf etwas zutiefst Spirituelles, dieses Liebe deine Feinde. Ja? So wie es halt im Christentum formuliert ist. Es geht da nicht um Feindschaft, es geht darum, dass, ich will nicht sagen, die wirkliche Herzöffnung, das klingt schon dann wieder so, als gäbe es eine falsche, aber... aber es gibt da ein Phänomen, wenn man in einem Konflikt ist, und das kann man auch mitnehmen in die Beziehung, wenn das geschieht, wenn Streit geschieht oder wenn es am Arbeitsplatz geschieht oder irgendwo anders geschieht. Und man denkt nicht immer dran, ja, aber vielleicht kommt es dann zum richtigen Moment. Bei mir kommt es auch nicht immer zum richtigen Moment, aber manchmal kommt es zum richtigen Moment. Und das ist dann sehr wertvoll, dass man im Augenblick, ja, wo jemand anderer, der vielleicht aus welchem Grund auch immer zu Recht oder zu Unrecht provoziert wurde, ja, oder halt auf einen schießt und man dann angeschrien wird oder ähnliches. Also wenn jemand so richtig pfeffert aus seiner Wut heraus, aus der Wutenergie, Zorn, und man bekommt das ab,
Da gibt es eine Möglichkeit, eine innere Übung, die funktioniert so, dass man sich innerlich zurücklehnt, aber das Herz aufmacht und offen lässt. Ja, es gibt ja viele Techniken dazu. Ja, die normalen Reaktionen ist das Gegenfalten, Ping-Pong spielen. Eine andere Reaktion ist das Umdrehen und Gehen und Flüchten. Beides ist auch okay. Verurteile es nicht, und mir passieren alle Möglichkeiten, die es so gibt. Aber das ist so eine der schönsten und eine derer, die man sehr spät erst entdeckt. Da gibt es dann auch noch die Möglichkeit, dass man es durchziehen lässt, dann betrifft es dann nicht. Es ist zwar keine Verdrängung, aber es berührt nicht. Ja. Gibt es auch. Ne? Aber dann gibt es diese Möglichkeit, es ankommen zu lassen, das Herz zu öffnen, den Brustraum zu öffnen, sich zurückzulehnen, hinten abzusichern sozusagen. Man kann sich vorstellen, als würde man an einen Stuhl lehnen, aber das Herz zu öffnen hier, so. Und es reinzulassen, und der andere pfeffert und man schießt nicht zurück und man nimmt es auf, man nimmt es auf, man nimmt es auf. Und wenn man das macht, dann nimmt man wirklich da etwas zurück aus der Welt, dann wird ein Leid aus der Welt genommen und in einem selbst verdaut. Das kann sich regelrecht zu Bliss wandeln. Dann sitzt man da und hat vielleicht einen Herzorgasmus oder wie man das nennen möchte, während der andere seine Wut verschießt. Ja? Und das geht. Ja? Ja? Aufnehmen, aufnehmen, aufnehmen. Also es ist nicht so, dass man dann selber da Therapie braucht, wenn man's, vielleicht wenn man es falsch macht. Ja, aber und dann muss man sich die auch gönnen, ja, das Coaching oder irgendwo dann meditieren. Aber wenn es richtig geschieht, wird das zu reiner Bliss, weil das ist einfach auch nur Energie. Und im anderen wird es weniger und weniger und weniger und weniger, und er hatte die Chance, das rauszuschießen, und dann hat er sich entspannt. Ohne, was wichtig ist in dem Punkt, ohne am Ende es klären zu wollen, ohne am Ende zu sagen, zum Punkt zu kommen, ja, ohne dann wieder irgendwie gut dastehen zu wollen, sondern wirklich einfach nur dastehen, reinlassen, zittern, ja, das ist auch gleich die Verdauung im System, dieses Zittern, ja. Jo, okay, hau. Liebe ist eine Substanz, und in all ihren Schattierungen kommt sie aus dem Sein. Und das wissen wir. Wir haben irgendwie eine riesige Menge von Zellen in unserem Körper, weiß ich nicht, 5 Trillionen oder so, eine unvorstellbare Anzahl, und davon sind die allermeisten ununterbrochen an ein gesundes, harmonisches Sein angekoppelt. Sowieso schon. Wenn du also im Stress bist, wenn du merkst, du bist aus dem Lot, wenn du merkst, es geht dir gerade nicht gut, du bist auf der Rolle, weswegen auch immer, finde nach innen Plätze in deinem Körper, die sich angenehm still, zumindest neutral anfühlen, die nicht eingeschwungen sind auf irgendwelche Stressformen im Körper. Suche das, wo sowieso schon ein ganz kleiner Bereich ist, der in einer normalen Ruhe schwingt. Vielleicht ist das nur das Ohrläppchen oder der kleine Zeh oder irgendwas an der Peripherie, während alles andere durcheinander ist und flirrig. Wo auch immer du deine Aufmerksamkeit hingibst, die sagt, ah, da ist Ruhe, und dich das genießen lässt, das kleinste bisschen von reinem Sein, das du dich genießen lässt, beginnt das Sein in dir auszudehnen. Du brauchst nichts mehr, als es zu finden und zu genießen und deine Aufmerksamkeit dahin zu verschenken, damit es wächst. Den ganzen Wirbelkram in dir, die Aufruhr, ja, die ist da. Aber du musst damit nichts machen. Die sinkt und beruhigt sich in dem Maße, wo sich das andere ausdehnen darf. Und je mehr du dahin guckst, wo du weißt, dass du durch etwas Gesundes berührt bist, wenn du dahin guckst, dann geschieht Heilung. Ich möchte mal anknüpfen, das, was der Edgar gesagt hat, mit der
falschen Herzöffnungen, die gibt es nicht. Was es aber gibt in der Welt, ich rede mal kurz von den Schatten, ist durchaus falsche sentimentale Begriffe von Liebe und Herz. Und also ich zum Beispiel bin jemand, ich trage mein Herz nicht von mir her. Es ist trotzdem recht groß. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel keine Liebe, wenn ich gerade wütend bin und man versucht, mich zu beschwichtigen. Auch wenn ein Klient bei der Therapie in die Wut kommt, ich lasse das Beschwichtigen. In meiner Primärgruppe sind Sprüche verboten wie, ach, es war doch gar nicht so schlimm. Und es geht schon vorbei. Oder wenn Leute gerade aus der Trauer sind. Und wenn ich gerade wütend bin, ist es für mich, wenn jemand probiert, meine Flamme auszutreten und mich zu beschwichtigen oder gar auf dem Rücken so tätscheln. Oh. Und deshalb probiere ich auch, wenn jemand jetzt mal im Alltag wütend ist auf irgendetwas, nicht zu beschwichtigen. Es ist für mich dann die Liebe, diese Wut sein zu lassen und vielleicht auch nicht, außer es stimmt, die Floskel zu sagen, das kann ich gut verstehen. Ja? Also es gibt, das Leben ist so voll von Floskeln. Das bringt mich in die Wut, die Floskeln. Und das sein lassen. Und ich möchte hier auch mal einen Begriff bringen, der vielleicht eine Zeit lang auch überstrapaziert wird, der aber noch nicht gefallen ist hier. Und das ist die Authentizität. Wenn ich nicht im Herzen bin, dann bin ich da nicht. Und dann ist es für mich auch die Liebe zu mir selbst oder auch beim anderen, das zu akzeptieren. Dass das eben gerade nicht da ist. Ist für mich auch Herz. Oder auch bei dir selber, diese Akzeptanz. Weil es kann auch so eine, ich sag mal, ja, so eine Seifenoper sein. Ja, Seifenoper drehen sich ja zum Beispiel permanent um Liebe, weil es gibt auch andere Aspekte im Leben, dass man sich ernähren muss, es gibt Existenzsorgen, man hat zu tun mit dem Phänomen Macht und das ist das Schlimmste, was die Welt verdirbt. Die Oberpsychopathen natürlich allen voran, diese schrecklichen IS-Leute. Entschuldigung, mir bricht da die Stimme Und dem Phänomen der Macht, auch der des Chefs oder so, kann man nicht immer nur mit Herzenergie begegnen. Also das, was man so Herzenergie nennt, das Weiche, das Offene, sondern es kann auch Liebe sein, gerade stehen zu bleiben, zu sich selbst oder auch den Blick nicht zu senken, den Rücken nicht zu beugen und aufrecht zu bleiben und selbst verletzlich, aber mit dem Recht, sich zu schützen. Und es gibt auch Techniken, das Herz zu schützen. Nicht zu panzern, sondern zu schützen. Und ich zeige das mal ganz kurz. Das geht nicht immer im Alltag selbst. Das ist ein Mudra, dazu muss ich das Mikrofon mal aus der Hand legen. Du legst die linke Hand so über das Herzchakra und die rechte. Schließt die Augen. Also wenn dein Herz verletzt wurde zum Beispiel und du bist zu Hause und du fühlst es pochen, weil es ist ja auch die Sache im Herzen zu bleiben, wenn das eigentlich, weil das ist ja nicht das verletzte Herz. Und du atmest ganz tief gegen und stellst dir dann Purusha vor, also deine Seelengestalt, im Kriege habe ich davon gesprochen, und dass sie geschützt ist in deinem Herzen. Und wenn du damit, und das ist ein Mudra, das Herzschutzmudra, und dann kannst du aufrecht bleiben im Gefühl, aber nicht ohnmächtig werden, wenn ein Machthansel probiert, dich zu drücken. Vielen Dank. Ja, das passt vielleicht ganz gut dazu. Du hattest ja mit der Frage begonnen, ich sitze auf der Autobahn und komme nach Hause und das Herz verschließt sich wieder. Also die Frage ist ja erstmal, was verschließt denn eigentlich mein Herz? Was passiert denn da eigentlich? Und eines, was mein Herz verschließt, das ist vielleicht jetzt etwas provokant, aber ich stelle es gerne in den Raum, ist tatsächlich unbewusster Sex. Es ist etwas, was mein Herz verschließt und das Herz meiner Frau. Nicht nur das Herz, sondern auch ihre Joni, aber das ist jetzt nicht Thema. Und das andere ist, wir sprechen von Emotionen.
alte, unausgedrückte Gefühle, Spannungen, die wir mit uns rumtragen. Und als ganz konkreter Tipp und aus eigener Erfahrung ein ganz hilfreicher Schlüssel, der uns geholfen hat, der uns gerettet hat manchmal: bringe eine Bewusstheit hinein zwischen dem Unterschied von Gefühl und Emotion. Und dazu gibt es zwei wunderbare Bücher. Einmal von Vivian Dittmar, die am Pfingsten mit uns ein wunderbares Festival gemacht hat zu dem Thema Gefühle als Kraft, hier im ZEC. Und dazu gibt es das Buch Gefühle und Emotionen und von Diana Richardson Zeit für Gefühle. Ganz konkret, mit ganz konkreten Handlungsanweisungen, Tipps, Notfallmaßnahmen für den Alltag, um überhaupt mal zu realisieren, hey, wann bin ich eigentlich emotional, sprich, wann geht mein Herz zu und wann bin ich im Gefühl? Und es ist gar nicht so leicht, da eine Bewusstheit hineinzubringen, aber es ist zentral wichtig. Und es spielt zugleich dann auch für den sexuellen Raum eine ganz zentrale Rolle. Denn hier ist auch die Frage dann, wie gehe ich in den Sex hinein? Mit verschlossenem Herzen, mit Spannungen, mit Emotionen oder mit dem Kontakt zu meinen Gefühlen, zu meinem Körper. Das von meiner Seite. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Es waren vier Dinge. Das eine, für mich war es meine ganz tiefe Erkenntnis, und es wurde alles schon gesagt, dass Herzöffnung nicht abhängig ist vom Gegenüber. Und das dreht was, wenn ich das innerlich erkenne. Das ist ein Wahnsinns-Shift. Und dass es nicht um Herzöffnung per se geht, das wurde auch gesagt, also das Herz muss nicht immer offen sein. Es hat Gründe, sich zu schützen. Und es, eigentlich wollen wir üben, es entsprechend offen zu haben. Das ist, finde ich, wichtig. Und diese Entsprechung zu finden in mir hat ganz viel damit zu tun, dass ich innerlich spüre, was brauche ich gerade, wer bin ich gerade, wo ist mein Ja, wo ist mein Nein. Also so, das ist für mich das Spielen mit der Herzöffnung, damit es adäquat zur Situation präsent ist. Dann war ein Gedanke, das Open Heart Festival ist nicht das Leben. Also die Anerkennung dessen, dass ein Festival ein Festival ist und es eine andere Funktion hat als das Leben. Also wenn, was wir hier machen, ist dafür da, oder auch wenn wir im ZEC unsere Veranstaltungen machen, ist dafür da, dass wir eine gefühlte Idee davon kriegen, wie das Leben sein möchte. Und zu Hause nähen wir uns dem vielleicht von Punkt 7 an nochmal an. Und das ist auch eine wichtige Akzeptanz, ja, dass ich nicht leide darunter, dass es jetzt vorbei ist, sondern juhu, ich habe was Neues erlebt, jetzt gucke ich mal, wie ich das im Leben umsetze. Und das fängt an einer anderen Stelle an, als da, wo wir jetzt hier abfahren. Und ich glaube, das ja. Gut, scheinbar, das reicht wahrscheinlich. Sehe ich alles genauso? Und noch einen weiteren Aspekt vielleicht. Also mir fällt auf, dass viele Menschen dazu neigen, nach Übungen zu fragen, wie sie bestimmte Eigenschaften, Qualitäten, Entwicklungen in ihr alltägliches Leben holen können. In tantrischen Kreisen ist das wahrscheinlich besonders beliebt. Ich glaube da nicht so richtig dran. Also wenn man so sagt, ich arbeite an diesem Thema, klingt ein bisschen wie eine Verzögerungstaktik. Und ich würde empfehlen, wenn man zu Hause ist, dass man sich hinsetzt, sich überlegt, was möchte ich wirklich? Was möchte ich wirklich in mein alltägliches Leben holen? Und sich entscheidet und das tut. Jawohl!
Und wenn man das mal vergessen hat und auf der Straße rumläuft, dann guckt euch einfach mal die Menschen an, die euch da begegnen und stellt euch vor, ich bin du. Dann fällt es euch sofort wieder ein. Ja, als nächstes möchte ich jetzt gerne für Fragen den Raum öffnen. Angesichts der begrenzten Zeit werden es wahrscheinlich gerade mal 3 Fragen sein. Gibt es Einzelne von euch, die eine Frage haben an Einzelne von den Referenten oder einfach hier ins Podium? Und ja, schau mal, ob da in dir etwas aufsteigt, was hier in diesem Raum gefragt, gesagt werden möchte. Oder liegt es an der Hitze oder haben die euch mit ihrem Geist ein bisschen geplättet? Gut, wir können wässern und fragen gleichzeitig. Bettina? Vielleicht das Mikro an Bettina und dann... Ja, die Frage geht in die Runde, aber der Kurs kommt von weiter. Was ist der Unterschied zwischen Herzöffnung und also Herzschutz und Panzerung? Denn in dem Moment, wo ich dieses Mutter mache, bin ich ja schon verletzt worden. Also kann ich mein Herz ja nur vor zukünftigen Verletzungen schützen. Also ich sage das jetzt ganz konkret im Fall, wo es mir passiert ist und wo ich immer wieder überlege, lasse ich diesen Menschen nochmal überhaupt an mich ran, aber da ist auch ein ganz große Liebe und das spielt sich auf 2 Ebenen an, wo der eine einen verletzt, derselbe Mensch liebt einen aber und man liebt den auch. Ja, wie mache ich das? Aber die Frage geht wirklich an die Runde. Sicher hat der eine oder andere das hier auch erlebt. Danke. Also ganz kurz, es gibt Hassliebe, ist kein seltenes Phänomen, sondern ein relativ häufiges. Naja, dass beides da ist. Und ich ganz persönlich halte es so, wenn das Gegenüber, das ich liebe, mich allzu häufig dem Ja-Nein, heiß-kalt aussetzt und ich sage deutlich, was ich fühle, dann entziehe ich mich. Und dann ist es auch besser, das zu tun, sich zu entziehen. Außer, also ich finde es nicht so lächerlich, an sich zu arbeiten, gelegentlich. Weil es ist halt nicht immer ganz spontan so zur Verfügung. Aber ich verstehe auch, woher du kommst. Also, okay. Der Punkt ist, ich glaube, da hätte ich jetzt keine Übung für, wenn man man kann den anderen verstehen und es schlicht, wenn man seine Geschichte kennt, es nicht persönlich nehmen. Und wenn man es satt hat, Projektionsmann zu sein, und da ist manchmal, was man Liebe nennt, muss man dann anschauen, ist es wirklich Liebe? Ist es nicht doch Co-Abhängigkeit? Oder die Erziehung, dass Mama, vor allem bei Frauen, Mama hat gesagt, man soll nicht unhöflich sein, also vor allem als Mädchen, das hatte meine Mutter immer, ein Mädchen, das hatte nochmal ganz besondere Einschränkungen, vor allem mit Abgrenzung. Abgrenzung ist in Ordnung, man muss sich das nicht immer wieder abholen, wenn das geliebte Gegenüber nicht in der Lage ist, zu sehen, dass er halt in Angst-Hass-Projektionen ist. Ein Herzpanzer, und da ist ein Abwehrmechanismus, ist entweder eine gewisse Stachlichkeit oder eine Kälte oder ein sich abkoppeln, das ursprünglich auf Angst gebaut ist, Angst vor Verletzung, Angst vor Beschämung, Angst vor fallen gelassen werden. Und ein Herzschutz ist
kommt durch eine essentielle Kraft, die wir nennen das die Perle. Das ist eine so weit durch Essenz geöffnete und integrierte Persönlichkeit, die die Resilienz hat, um energetisch offen zu bleiben und zu sehen, oh, der andere ist am Urteilen, oder der andere ist aber abgenervt, oder der andere ist aber wirklich super wütend auf mich, der ist enttäuscht, ohne dass es mich im Innern verletzt und diesen hochempfindsamen, berührbaren, tiefen Kern trifft und ihn vernichtet. Diese Art von Schutz entsteht erst durch eine gewisse innere Arbeit, um eine Herzenskraft zu entwickeln, die das kann. Die Frage war ja auch, also ich möchte den Aspekt ein bisschen anschauen, wenn Verletzung schon geschehen ist. Ne? Und prinzipiell tendiere ich schon ähnlich, so wie es Advaita gesagt hat, Rückzug zum Beispiel. Wenn es jetzt in Beziehung ist, auch dann ja, Zeit für sich nehmen und spüren, ja, diesen Rückzug auch nutzen, also das ist die Art, wie ich damit umgehe, zu spüren, solange es halt da ist. Ja, den Schmerz zu spüren, zu fühlen, wenn es geschieht, darf auch weinen sein oder wie immer es verarbeitet werden möchte. Auch ein gebrochenes Herz ist ein aufgebrochenes Herz. Ja? Und ein offenes Herz wird auch immer wieder im Füllen bleiben. Das ist nicht etwas, was man einmal öffnet und dann ist das Herzthema erledigt. Ja? Mit einem offenen Herz, das ladet immer wieder zum Spüren ein und da kann auch immer wieder geschehen, dass Verletzungen auch geschehen und dann spüren, ja, und das annehmen sozusagen, weil es da schon geschehen ist. Und da geschieht dann auch Heilung. Ich würde gerne einen Satz dazu sagen, gerade einen Satz. Nein, das schließt direkt an. Aber es ist, wenn man das Leben liebt, besser etwas zu spüren, als gar nichts zu spüren. Ich habe noch eine Ergänzung jetzt zu dem Stichwort nicht so persönlich nehmen, alles andere, also jetzt nur noch einen Aspekt daraus. Das eine ist die Frage, fühle ich mich verletzt, weil der andere etwas getan hat, was nicht meiner Erwartung entspricht? Das ist nämlich ganz oft, dass uns das verletzt und das ist eine andere Kategorie, würde ich mal sagen, da geht es nicht um Schutz oder irgendwas, sondern um Freilassen oder Erkennen, ja, sich selbst korrigieren, genau. Und das andere, was war es jetzt? Ihr könnt ja schon mal die Fragen finden, den nächsten Frager. Ach so, der Gedanke oder die Erfahrung, dass eigentlich niemand jemand verletzen möchte. Sondern, dass wenn jemand mich verletzt, dass es eine ohnmächtige Form von Ausdruck ist dessen, was er eigentlich nicht richtig besser ausdrücken kann. Und zu schauen, was ist es eigentlich? Ich wollte noch sagen, sagen, dass ihr euch dann nicht in der Pflicht fühlen müsst, auf jede Frage alle zu antworten, sondern nur die einen Impuls haben. Ne? Also wir machen jetzt nicht ein Spiel, jeder darf mal einen Satz sagen, so, sondern einfach einen echten Impuls. Tatsächlich wollte ich nichts sagen, aber ich möchte das einfach ergänzen, weil es so schön passt. Weil einfach auch die Frage zu stellen, was braucht eigentlich mein Gegenüber gerade? In so einer Situation geht es um Mitgefühl und Verständnis und es geht ganz viel um das Thema Sicherheit. Denn wenn ich in diesem Zustand bin, wo ich verletze, bin ich meistens in großer Not. Und meistens fühle ich mich nicht mehr sicher in dem Raum mit dem anderen. Das muss nichts mit dem anderen zu tun haben, das heißt es nicht. Aber überhaupt mal zu realisieren, der Raum ist gerade extrem unsicher. Und darum zu wissen, ist gut. Was denkt ihr denn zu diesem Ding?
Ich habe gedacht, ich lasse euch mal die Bühne und referiere drüber. Die Menschen kennen uns meistens sowieso besser und haben selten Gelegenheit, euch mitzukriegen. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt hier selbst die Bühne zu nutzen. Ich stehe da selber oft genug drauf. Aber es sind viele ganz neue Teilnehmer, die auch bei Silber kommen. Es gibt eine neue Frage, ne? Was war das, eine Frage? Also was mir am Text so sehr gut gefällt, ist das Verbinden von Spiritualität und Politik. Meine Frage geht ein bisschen in die Richtung. Genau genommen geht die an die Teilnehmer und braucht nicht sofort eine Antwort. Als Fotograf habe ich einige Male die Reaktion erfahren, von mir bitte keine Fotos. Und in Rücksprache mit Silvio haben wir es dann wirklich gelassen, in die Runde zu fotografieren. Meiner Ansicht nach ist die Frage Hass oder Liebe, Krieg oder Frieden tatsächlich auch der Moment am Montag am Arbeitsplatz, wenn die Kollegen fragen, wo wart ihr? Ich nehme an, das war schon verständlich, weil ich dann stehe. Gut, gibt es eine Frage an die, danke für den Input, weitere Fragen an die Referenten? Also ich hätte sonst noch eine. Was ist der Aspekt von Liebe, den du kennst, der unterschätzt wird oder der wenig bekannt ist? Was wissen wir denn nicht über die Liebe? Und es wäre aber gut, dass man das wüsste. Ich habe ja gerade gefragt in unserer Kultur, weil ich habe den Eindruck, das ist unter Umständen kulturell sehr unterschiedlich. Ne? Aber in unserer Kultur würde ich spontan sagen, mir gefällt ja deine Differenzierung sehr gut über die Liebe. Von diesen fünf Aspekten der Liebe nehme ich jetzt mal einen raus. Und das heißt nicht, dass ich die anderen da nicht auch mit reinnehmen könnte. Aber der Aspekt der Selbstliebe. Der Aspekt der Selbstliebe, der wird, glaube ich, sehr unterschätzt. Und manchmal verwandle ich so diesen Satz, den wir so, denke ich, alle kennen, kulturell bedingt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann verändere ich gerne und sage oft, liebe dich selbst und dann deinen Nächsten. Das will ich dazu sagen. Weil es direkt anschließt, ich wollte genau das Gleiche sagen mit der Selbstliebe, die wird insofern unterschätzt, weil, und da nehme ich auch immer das Beispiel, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sage auch dazu, wenn du dich selbst nicht liebst, dann hat der Nächste auch nichts davon, wenn du ihn so liebst, wie du dich selbst nicht liebst. Gesagt hat, nämlich ein anderer. Und zwar ein wenig bekannter Aspekt der Liebe ist der des Beitragens. Des Beitragens. Dass ich etwas beitrage zu der gewünschten Liebe, zu der gewünschten Welt, zu dem gewünschten. Also ich war sowas von beglückt, als Marshall Rosenberg das Beitragen als ein Grundbedürfnis des Menschen definiert hat und möchte das in aller Welt verbreitet wissen. Einbringen, das ist dasselbe. Eingeben. Für mich ist das tatsächlich wie eine Medizin in Situationen, wo ich nicht, wo ich anstehe, wo ich sauer bin, wo mir was fehlt. Wenn ich da die Drehung finde von was ist es genau, was mich gerade so ärgert oder was ich brauche, und zu schauen, wie will das gerade durch mich in die Welt? Also was kann ich dazu tun, dass sich das dreht? Das ist für mich Beitragen. Beitragen zur Veränderung. Ich
versuche es ein bisschen kurz zu machen. Ein wenig bekannter Aspekt rund um Liebe. Ist, dass Liebe in Wahrheit ganz leicht ist. Alles, was man dafür braucht, ist sich drauf einlassen. Aus irgendeinem Grund ist das ein schrecklich gehütetes Geheimnis. Man denkt immer, ich schaffe das nicht. Aber es gibt gar nichts zu schaffen und das weiß jeder. Es gibt nur was zu lassen. Vielleicht ist, das habe ich schon vor Jahrzehnten gedacht, ein wenig bekannter Aspekt der Liebe ist, dass sie Jahreszeiten hat und höchst verschiedene Aspekte. Also mit den Jahreszeiten meine ich vor allem die Beziehungsliebe. Und als ich noch Sanyasin war, in der Kommune lebte, da hingen überall so Fahnen mit Osho-Sprüchen. Ja, und auf das Klo, auf das ich immer ging, hing eins über Liebe und Beziehung und da, ich war damals 32 und da waren der erste Satz war, Liebe ist nicht Beziehung. Und dann ging es natürlich weiter, aber das habe ich damals einfach überhaupt nicht verstanden. Weil da war andauernd irgendeine Beziehung, eine kurze, eine lange, der nächste schöne Mann, also gerade in der Kommune und es war noch vor der AIDS-Botschaft und es war einfach... Ich konnte das nicht verstehen. Heute bin ich ganz am anderen Ende, lebe ganz lange alleine schon und ja, die Liebe hatte Jahreszeiten als Kind, dieses wunderschöne Kind, dass wir zum Beispiel jetzt in der Liebe bleiben, uns nicht gestört fühlen. Und das lieben diese Laute, ja? Dass man uns liebt und dann ist ja ganz einfach, die Welt wäre einfach, wenn Mama und Papa sich lieben und sie lieben mich, ja? Und die Geschwister, und dann würde auch alles einfach bleiben. Und immer, wenn man aus der Liebe fällt, wird alles sehr kompliziert. Auf jeden Fall, die Selbstliebe wurde, hat der Christian wunderbar darauf hingewiesen. Und heute ist es für mich, schon lange bin ich nicht mehr fixiert auf die Beziehung, aber die ich immer noch gerne habe, sondern die... dass wirklich diese innere Hochzeit stattfindet von Shiva und Shakti und es ab und zu Klick macht oder auch einmal und darüber kann man streiten, das ist eine andere Sache, dass ich die Teile in mir erkenne, weil ohne dass ich schizophren bin, habe ich viele Stimmen in mir, also ihr versteht, was ich meine, das innere Meeting zu jeder Frage des Lebens und dass ich die in Liebe zusammenbringe. Also nicht nur Shiva und Shakti, die Inneren. Und meine eigenen inneren Widersprüche liebe, obwohl ich sie kenne. Also das ist für mich ein vielleicht wenig bekannter Aspekt der Liebe. Ich glaube, was wenigen Leuten in der Tragweite bekannt ist, ist, dass die Liebe... aus einem Kontakt zu wirklich deinem wahren Selbst, zu diesem wunderbaren Ort, der in der Lage ist, alle möglichen Qualitäten zu generieren, ganz adäquat auf die Situation. Und das sind alles Liebesqualitäten. Und wenn dieser Kontakt im Innern erst einmal da ist, dann hört der Liebesfluss und der Liebesmotor nicht mehr auf. Und alles Suchen im Außen durch Erfüllung von... über, ob das Geschenke sind, ob das Liebesleistungen sind in aller möglicher Form, von Verzeihen bis gutem Sex. Und ja, ich meine, oder Spaß haben, es gibt wirklich ganz viele Liebesleistungen, die wir erbringen können, aber sie machen diesen besonderen Kontakt nicht. Und wenn der erstmal hergestellt ist, dann ist die Liebe nicht mehr zu stoppen, dann haben wir ein Herzerwachen und... sind davon unabhängig, von dem Erfülltwerden von außen. Und ich glaube, dass die allermeisten Menschen, ob das in ihrer Sexualität ist oder auch in ihrem Paarbindungsverhalten, getrieben sind von der Notwendigkeit, etwas zu erhalten. Und Liebe braucht nichts. Liebe verschenkt sich. Liebe liebt
Ja. Aber wenn wir schon mal ja, wir haben ja noch ein paar weitere Festivals. Ja, ich danke euch sehr. Wir haben das in guter Qualität auf Video und können das dann, das müssen wir dann auch mit euch sprechen, irgendwie veröffentlichen. Ich fand es ein sehr gehaltvolles Gespräch und vielleicht mag man sich das in einem anderen Bewusstseinszustand auch nochmal anschauen.